Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass auch du wieder hier bist und dass ihr mich hier besucht bei Pioneers of Pagonia. Ja, die letzte Folge war etwas hektisch und für den Fall, dass ihr hier da an der Stelle, da unten in der Ecke, irgend so ein schwarzes Etwas gesehen habt. Nein, ihr habt keinen Fehler an eurem Monitor oder irgendwas, da ist alles in Ordnung. Ich hatte nur vergessen, also was heißt vergessen? Ich hatte den Greenscreen nicht hundertprozentig ausgerichtet gehabt. Das ist immer so. Ne? Man richtet alles ein, überprüft, ist alles in Ordnung? Jo, alles in Ordnung, alles ready, kann starten und dann guckt man sich die fertige Aufnahme an und sieht dann irgendwie so, ja, nee, war dann doch nicht so gut. Also zumindest von der technischen Seite, ja. Alles andere müsst ihr entscheiden. So, wo waren wir? Ach ja, ich werde immer noch angegriffen von irgendwelchen Banditen. Wir müssen weitere Wohnhäuser bauen, sehe ich gerade. Wir brauchen aber erstmal eine Werkzeugschmiede. Ich glaube, das ist erstmal dringender. Werkzeugschmiede, Verarbeitung. Kann man das nicht merken? Nee, Bergbau auf keinen Fall. Ausrüstung und Ausbildung. Ja. Oh, eine sammelbare Pflanze wurde entdeckt. Okay, was? Ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Noch eins. Wir haben ja noch Werkzeugschmiede, das ja. Als wenn wir davon noch nicht genug hätten. So, nur mal kurz zur Rekapitulation. Ich habe da alles, also was farmmäßig ist oder benötigt wird, das habe ich gebaut. Ziemlich großflächig, gebe ich zu. Aber das war mir erstmal egal. Ich musste das relativ schnell und zügig oder wollte das relativ schnell und zügig fertigstellen. Man könnte hingehen und könnte die Werkzeugschmiede beispielsweise, wenn die denn da reinpassen würde. Da kriege ich keinen Connect. Ja, dann muss ich das anders machen. Nee, geh doch da raus. So wirklich. Dann werde ich die Werkzeugschmiede vielleicht hier bauen oder besser da. Das ist jetzt wieder die Frage. Wie kann ich den Platz, der mir zur Verfügung steht, am besten verbraten? Sinnlos. Die Dinger nehmen sehr viel Platz ein. Ne? Das ist so ein bisschen so mein Problem. Wenn ich die. Moment, wenn ich die so baue. Ja gut, dann brauche ich dann aber auch einen Weg. Egal wie ich den baue, der nimmt auch Platz weg. Der ist letzten Endes gehupft wie gesprungen. Kann ich Pfähle bauen? Dann würde ich die hinsetzen. Ja, gut, ich will jetzt nicht hier stundenlang mit der Werkzeugschmiede da rumexperimentieren. Man hat nie genügend Platz oder der Platz ist nie wirklich hundertprozentig effektiv genutzt oder wie auch immer. Das ist halt so. So, die ist in Auftrag gegeben. Wir brauchen Wohnhäuser, hatte ich gesagt. Würde mit der Schmiede jetzt wirklich so eine gute Idee, die da hinzusetzen? Ich überlege mir das Ganze nochmal, weil ich sehe gerade, für die Wohnhäuser ist das mit dem Platz so ein bisschen problematisch. Die müsste ich nämlich hier irgendwo hinsetzen. 8 Stück. Wir fangen mit den Wohnhäusern an, dann habe ich das schon mal weg. Bevölkerung, 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 Bevölkerung da. Wohnhäuser, denn die würde ich zur Not nämlich auch hier hinkriegen. Beispielsweise eins hier. Zack, bumm. Ja. Eins. Komm schon. Eventuell. Da. Ja, das ist alles ein bisschen jetzt so schräg vom Auge durchs Knie geschossen, gebe ich ja zu. Da. Das ist okay. Da mein. Nicht viel Heckmeck, was sein muss, muss sein. Da kommen wir halt nicht drum rum. Da habe ich ja jetzt meine Häuschen. Moment mal. Das so mache. Und so. Ist nicht optimal, aber was willst du machen? Bevölkerung da immer noch.
So, zwei habe ich in Auftrag gegeben. Dann brauche ich noch drei weitere. Das sind aber auch groß, die Dinger. Und es gibt noch größere, das ist das Problem. Zwei und... Oh, das klappt dann schon gar nicht mehr. Nicht so wirklich, wie das aussah. Also ich hätte es gebaut bekommen, aber ich glaube, ich hätte keinen Connect zur Straße bekommen. Das war das Problem gerade. Okay, und gehe ich jetzt da noch die Werkzeugschmiede hin oder habe ich mir da jetzt alles verbaut? Holzwerkstatt, Werkzeugschmiede. War klar. Mit. Ja, 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 ich weiß, dass die angegriffen werden. Da muss ich da irgendwas anderes hinsetzen, dann setze ich die Werkzeugschmiede hier hin und gut ist. So. Wie ist das irgendwie auf einmal kleiner geworden? Na gut, Dinge sind fertiggestellt. Ich hoffe, es hat aber keinen, das hat nur diesen Effekt und nichts Schlimmeres. Abenteuergilde, Wohnhäuser sind im Bau, Baustellencamp. Das wird jetzt die nächste große Herausforderung. Wo setze ich denn das am schlechtesten mal hin? Die Expansion wird in diese Richtung stattfinden, gehe ich mal von aus. Ein bisschen auch in diese Richtung. Aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn ich ein Baustellencamp hier so plane. Wo sind die immer? Die sind hier schon, treiben die sich schon rum. Da ist schon der nächste. Ich würde den ja liebend gern selber, ne, irgendwie und so, aber man kann hier nichts machen. Also ich kann hier nicht selber aktiv eingreifen, auch wenn es mir in den Fingern juckt. Und zwar massiv. So, hilft ja alles nichts. Was war die? Werkzeugschmiede ist im Bau. Wohnhäuser sind zumindest geplant und im Bau. Baustellen, Camp und Militärakademie. Moment. Erkundungsexpedition, die Garnison, Militärcamp. Garnison, nein. Vollkommen falsch. Militärakademie, Abenteuergilde war auch gefordert. War doch auch irgendwo. Ich suche jedes Mal das Baustellencamp. Hey. Lagerung und Handel mit Sicherheit nicht. Ich bin blöd. Militärcamp, Garnison, Bevölkerung. Kann nicht sein. Wege? Kann auch nicht. Wege sind nur Wege. Jetzt bin ich vollkommen raus. Entschuldigung dafür, aber jetzt muss ich alles durchgehen. Baustellencamp. Holz und Stein. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Ja, kriege ich das vielleicht. Nee, Quatsch, das macht ja da überhaupt keinen Sinn. Nandos, reiß dich zusammen. Man könnte das vielleicht hier so. Machen wir einfach mal. Baustellencamp. Bei der Gelegenheit. Was war als nächstes noch gefordert? Militärakademie und Abenteuergilde. Militärakademie, kriege ich die daneben? Natürlich nicht, die ist zu groß. Dann setze ich die einfach mal hier so hin, egal. Und Abenteuergilde. Die würde aber hier rein passen oder auch nicht. Also halbwegs. Nee. Alles ein bisschen aus der Hüfte geschossen, gebe ich zu. Ist im Augenblick so, wie es halt ist. Ich muss hier zusehen, dass ich schnell vorwärts komme.
So, Baustellencamp ist im Auftrag gegeben. Die Wohnhäuser, was ist damit? Sind im Bau tatsächlich. Zum Teil auch schon fertiggestellt. Okay, da habe ich... Werkstein. Gerade woran ist da hapert? Materialien, gut, es sind ein paar viele Aufträge, gebe ich zu. So, Militärakademie, was brauchen die? Das übliche Baustellencamp, braucht das übliche, also nichts Besonderes. Da auch, das sieht alles gut aus. Sehr schön. So, Wohnhäuser sind fertig. Bevölkerung muss noch ein bisschen wachsen. Werkzeugschmiede ist im Bau. Abenteuergilde ist im Bau. Militärakademie, wie gesagt, auch. Wir sind, was das anbelangt, jetzt erstmal auf einem relativ guten Weg. Also die entsprechenden Bauaufträge sind am Start. Aber. Ah, Militär. Oh, Moment. Ist abgeschlossen. Das ist schon mal cool. Was kann der. Ach, die. Ah, da, das ist abgeschlossen worden. So, Holzspeere bitte machen, Jagdbögen bitte machen, du machst alles. Ja, damit da ein bisschen Vorrat ist. So. Wie sieht's mit der Schneiderei aus? Ist die noch? Schneiderei hat im Augenblick nichts zu tun. Wir brauchen immer leichte Rüstung. Wir brauchen, was ist das? Verstärkte Rüstung. Brauche ich Eisenbahnen, die habe ich noch nicht. Rucksäcke. Komm, ich gebe Ihnen auch noch mal Rucksäcke. Rüstungen, vielleicht sogar 10. Lass ich das mal entsprechend herstellen. Weberei ist eifrig dabei, hier den Job zu machen. So. Produktion läuft. Die entsprechenden Gilden sind im Bau. Ich mache hier mal ganz kurz so eine Zwischenspeichaktion. Und jo. Achso. Das Wursthaus habe ich ja komplett vergessen. So, dann setze ich dann mal da so hin. Hier ist fast alles weggeholzt. Da ist noch ein, irgendwie so ein Nadelholzgedingse. Noch ein gegnerisches Lager, das entdeckt wurde. Sammelhütte. Ich hatte doch... Holzfällerhütte ist da in Ordnung. Auch von der Ausrichtung her. Also vom Fokuspunkt her. Die Holzfällerhütte dürfte hier nicht mehr allzu viel zu tun haben, so wie das aussieht. Dann bitte den Fokus hier und draufsetzen und nur erwachsene Bäume schlagen. Theoretisch könnte ich die auch weiter nach hier hinsetzen, aber ich lasse das erstmal so. Ich will nicht zu viel Baumaterial und Zeit verbraten für Dinge, die jetzt nicht so brennend sind. Und man kann ja hier mit diesem Fokuspunkt so ein bisschen steuern. Von daher ist das jetzt erstmal nicht so eine Sache, wo ich sage, oh, das muss jetzt aber sofort und hast du nicht gesehen. So, Baustellencamp, cool. Militärakademie wird noch gebaut. Ist aber kurz vor der Fertigstellung, genau wie hier die Abenteuergilde. Ja gut, ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig im Augenblick. Militärakademie ist fertig. Ich habe Holzsperre. Ja, dann würde ich erstmal hier hingehen. Ich brauche 5 weitere Wachen. Ich habe aber hier noch... Oh, da habe ich noch gar nichts. Aber so gar nichts. Ich habe hier einen Steinbruch. Und jetzt geht's los. Ja. Stein. Noch ein Steinmetz und ein Sägewerk. Okay. Besetze Wachtürme. Bauen wir auch noch weiter einen Wachturm. Okay, kein Problem.
Steinmetz, Sägewerk, wir brauchen alles. Hier habe ich Kohle. Zur Not muss ich hier das mit dem Weg irgendwie anders machen. Was habe ich hier? Ich habe Kohle. Kohle, hier Kohle, da Kohle. Hier ist sehr viel Kohle. Hier ist ein bisschen Eisen. Ja, gut, Eisenerz kann sich sehen lassen. Ich sehe das Problem. Ich sehe das massive Problem. Forsthaus, Moment. Du machst hier erstmal nichts. Okay, das ist einigermaßen gut ausgerichtet. Ich kann das aber hier noch fokussieren. Bitte alles wegräumen, was da irgendwie wegzuräumen ist. Und um das Ganze entsprechend... Nein. Ja. Schnell auch hinzubekommen. Hier zwei Lager. Holz. Einmal das. Holz. Einmal das. Ja. Okay. So. Fokuspunkt. Ich kann den noch ein bisschen mehr hier in diese Richtung wandern lassen. So, wir brauchen... Bergbau ist immer noch da. Wir brauchen... Kupfer? Nein, Kohle. Würde ich hier hinkriegen. Aber das nimmt ziemlich viel Platz weg. Und so wie ich das sehe, ich muss erstmal hier abwarten, dass die Bäume da wegkommen. Ich würde das zur Not aber auch hier hinbekommen, sehe ich gerade. Warte mal, die Schmelzhütte. Nehme ich hier hin. Wenn ich das Holz hier weg habe, richte ich hier vielleicht eine Schmelzhütte hin. Müsste dann aber immer noch gucken, wo ich für den Abbau von Kohle und Eisen die entsprechenden Gebäude hinsetze. Hier ist Kalkstein, da ist Kohle, da ist auch Kohle. Alles gut und schön, da habe ich noch Stein. Sind da immer noch andere Lager? Oh mein Gott. Okay. Aber zum Teil weit vom Schuss noch. Jo. Das wird gut überlegt sein. Holz ist erstmal noch mal nicht so das Problem. Das kriegen wir hin. Oh, da will sich eine weitere Sammelhütte lohnen. Sehe ich gerade. Also muss man ehrlich sagen, die Holzfäller, die sind hier eifrig dabei. Also das geht relativ zügig. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ein weiteres Sägewerk. Ja, auch das ist... Oh, Moment, Augenblick. Holz- und Steinsägewerk. Säge und Werk. Müssen die Dinger mal so groß sein? So, fertig ab. Sägewerk geplant. Dann ist das schon mal in Auftrag gegeben.
Kupfertagebau, Kohletagebau. Ja, Kupfer, da wollte ich nachschauen. Da sehe ich aber hier irgendwie in der näheren Umgebung nichts. Anders quatscht dich aus. Medizin auch schon lange. Stein, Kalkstein, wie gesagt. Da ist ein bisschen Kupfer, da ist aber auch hier, ne, da ist ein riesiges Banditenlager. Das muss ich erst loswerden. Und zwar so schnell wie möglich. Da ist ein bisschen Kupfer. Das ist aber nicht der Rede wert. Das Eisenerzvorkommen wesentlich größer. Da fallen die letzten großen Bäume, das ist cool. So, Sägewerk ist in Planung. Die Werkzeugschmiede hat nichts zu tun. Ja gut, das ist erstmal nicht ganz so wichtig. Die Marktstände sehen gut versorgt aus. Ja, Taverne und so, das läuft alles. Sehr schön. Ah, sehr cool. Moment einmal. Bergbau. Was sagt die Zeit? Na gut, das machen wir eben noch mal von, zumindest so von der Planung her. Ich könnte hier die Schmelzhütte hinsetzen. Ich muss nur mal ganz kurz überlegt, wenn ich die hier hinsetze, kriege ich dann noch den Eisentagebau geregelt. Aber das sieht gut aus. Eisentagebau, Moment, ich brauche noch einen Weg. So, und dann brauchen wir noch Kohle. Den kriege ich hier nicht mehr hin. Das ist aber nicht schlimm. Den würde ich dann zur Not hier hinsetzen. Ich glaube, das geht dann nur so. Ne? Ich schau mal. Das geht. Das geht leider nicht. Da stehen die Bäume noch im Weg. Vielleicht kriegen wir das noch gebacken. So, damit habe ich aber da erstmal so die wichtigsten Sachen beisammen. Ich habe jetzt Eisen, das ich abbauen kann. Ich kann Kohle abbauen. Wir haben hier ein weiteres Sägewerk jetzt gerade fertiggestellt. Moment, das mache ich jetzt eben noch. Forsthaus, Fokuspunkt, den habe ich sowieso schon hier hingesetzt. Dann würde ich dann hier so noch ein bisschen weiter in diese Richtung setzen. Und ja, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was in der nächsten Folge so passieren wird. Über kurz oder lang bin ich auf jeden Fall in der Lage, Waffen zu produzieren und dann hier Soldaten zu rekrutieren. Und dann schauen wir mal, ob wir den Banditen nicht das Leben etwas schwerer machen können. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für euer Dabeisein. Ich danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.